Ihre Miene verzerrt sich plötzlich, als sie dich erkennt. Hast du nicht in Dämmerwacht Akathon so übel hintergangen? Wir haben einander nichts zu sagen. Entweder bist du Graven Ash, liebster Lustsoldat, oder du siehst einfach gerne ehrliche Leute sterben. Wie dem auch sei, für mich bist du ein Haufen Bestienscheiße. Ganz egal, was hier passiert, die Ungebrochenen werden Wachplatz zurückerobern und euch nordländische Pisspötter aus den Stufen vertreiben. Ich sterbe lieber, als das unbeugsame Land unter Kyros Flagge zu sehen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles tun würde, um das zu verhindern. Die Ungebrochenen trotzen der Herrschaft von Kyros. Meine Anwesenheit sollte dich nicht überraschen. Glaubt ihr wirklich, dass ihr gewinnen könnt? Wie ich höre, suchst du nach Artefakten. Hast du etwas gefunden? Wenn du mir sagst, wie ich nach Wachplatz gelange, gewähre ich den Ungebrochenen vielleicht Gnade. Dieses Lager wird heute fallen. Ergib dich mir, oder du unterzeichnest das Todesurteil für deine Soldaten. Hast du Artefakte gefunden? Ja, den Ochsen... Ziemer deiner Mutter. Elia schlägt sich auf das Knie und grinst auf dich hinab. Du stehst in diesem Krieg auf der falschen Seite, um mich irgendetwas zu fragen. Wenn du mir sagst, wie ich nach Wachplatz gelange, gewähre ich den Ungebrochenen vielleicht Gnade. Zorn bei den Ungebrochenen. Bitte verzeih, wenn ich deine beschissene nordländische Rhetorik gepflegt ignoriere. Ihr seht in uns nichts als zukünftige Sklaven, die nur gut dazu sind, den Bedürfnissen des Reichs zu dienen. Sie ist vorlaut, ich mag sie. Glaubst du, sie würde sich uns anschließen? Zu Elia, es ist wohl zu spät, dir einen Platz in unserer Gruppe anzubieten. Auf gar keinen Fall lade ich das Biest ein, um uns zu begleiten. Fragen wir sie doch einfach. Sie blickt dich völlig überrascht an. Willst du mich verarschen? Lieber würde ich mit Tiermenschen mich gurgeln. Ja, man kriegt eben nicht alles, was man sich wünscht. Wichtig ist, dass du es versucht hast. Ich weiß bereits, dass die Geschmähten nach Artefakten des unbeugsamen Landes suchen. Ich weiß auch, dass sie völlig blind suchen. Ich werde mein Wissen mit ins Grab nehmen, wenn ich dadurch verhindere, dass du je nach Wachplatz gelangst. Darauf kannst du Gift nehmen. So gerne ich ihr auch einen Pfeil durch die Kehle schießen würde, sie hat nicht Unrecht. Wir sollten mit Theodor und seinen Eisengepanzerten in den Rücken zurückkehren. Du hast deine Wahl getroffen, ich komme wieder. Lass mich nicht im Unklaren, du blöde grinsender Freundenjunge. Er macht eine vulgäre Handbewegung und wendet sich ab. Ja gut. Ich wollte eh nicht zu ihr, ich wollte nur hier runter. Oh. Bleib zurück, Fremder. Weiter dürfen Außenstehende nicht gehen, hä? Okay, wahrscheinlich müssen wir hier über die Brücke hinein. Später. Also ja, ich kann beide nicht recht leiden. Weder sie noch Theodor. Eine zerlumpte Flagge des unbeugsamen Landes weht sanft im Wind. Oh, ich habe ein Secret gefunden. Do you have eyes on this? Sie markiert die Stelle, an der ihr einziger Besitzer durch das Edikt der Stürme starb. Was haben wir hier? Ein Eisenbarren. Won't happen. Und ein Level-Up für Lyra. Ah, Genauigkeit und Dings. Zauberstärke und Magieverteidigung. Macht Athletik, Parieren, alles besser eigentlich da unten. In Unterstützungsskills. Angriffs- und Fähigkeitsschaden und Ausdauerverteidigung. Das wäre eigentlich auch mal nicht schlecht, wenn ich ihr ein bisschen mehr Schaden reinpack. Ich sollte aber auch eigentlich mal das hier wenigstens auf 10 bringen, dass sie keine Mali hat. So, wieder als Duellantin. Spanferkel. Ja, das wollte ich. Kenne deinen Feind, der fordernde Duellantin. Lyra führt einen Gegenangriff gegen Feinde aus, die sie im Nahkampf mit einem Angriff verfehlen. Ja, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil ich brauche noch eine Fähigkeit, um das hier unten freizuschalten. Ich könnte aber auch Spanferkel nehmen.
Aber sie hat ja schon zwei Fähigkeiten. Dann lieber das hier, dass ich kenne deinen Feind zum Beispiel falsch halte. Wenn ein Feindlyrer trifft, erhält sie einen passiven Bonus auf die Skills aufweichen und parieren. Kenne deinen Feind verleiht nur auch Genauigkeit, wenn sie beim Feind einen leichten Treffer landet. Ja, nehmen wir mal das hier. Das ist nämlich gut, wenn sie mehr Gewandtheit hat, dass die Gegner verfehlt. Theodor und Anwin haben wir da oben. Im geschmähten Lager. Da haben wir noch eine Kiste. Und Anwin sieht wie eine Händlerin aus. Der Leutnant hält sein Schwert in die Höhe und versucht mit zusammengekniffenen Augen durch den Tumult der starken Winde zu blicken. Wer ist da? Ach, du bist das Schicksalsbinder. Ich wünschte, du hättest vorher nicht Zeuge dieser unfeinen Begebenheit werden müssen. Elia und die Iren haben mir einiges an Ärger bereitet. Sein Gehabe wird entspannter. Du bist hier äußerst willkommen, obwohl deine Loyalität eher dem Gericht als der Legion gehört. Wir brauchen alle Hilfe, die wir bekommen können. Ash hat Nachricht gesandt, dass wir dich erwarten sollen. Wenn er einen Fremden schickt, um uns im Feld zu helfen, scheint es ihm wirklich eilig zu sein, diese Ungebrochenen endgültig zu besiegen. Ich denke, wir wissen beide, dass diese Eile in persönlichem Interesse seinerseits begründet ist. Er ertappt sich selbst. Ich verzeih bitte diese Bemerkung über den Fremden. Manche von uns sind es nicht gewohnt, mit jemand anderem als der Legion selbst zu arbeiten. Konzentrieren wir uns auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Er nickt. Ei, ich werde diesen Ort gerne hinter mir lassen. Der Wind scheint den übelsten Gestank aus dem gesamten unwegsamen Land hierher zu wehen. Ash sagt, die Ungeborenen suchen im Klingengrab nach einem alten Artefakt des unbeugsamen Landes. Es fällt uns nichts ein, was uns helfen könnte, nach Wachplatz einzudringen, abgesehen vom Ableben des Regenten. Sie machen es uns nicht leicht, indem sie sich hinter Mauern verschatzen. Wenn die Eroberung als Beweis dienen kann, sind die Leute des unbeugsamen Landes nicht bereit, sich ihren Feinden in einer offenen Schlacht zu stellen. Das Stufenvolk, Paar, die reinsten Ratten. Sie quetschen sich hinter die schmalsten Mauern und Wände, um dem Unvermeidlichen zu entkommen. Dann habe ich schon so manches listiges Nagetier erlebt. Und zu was macht das dich eigentlich, mein eisengepanzerter Freund? Verborgen hinter seinem Helm kann man Beric mit den Zähnenknirschen hören. Ganz egal, was sie hier finden, die Ungebrochenen sitzen in der Falle. Nördlich des Lagers haben wir Soldaten, die von meiner rechten Hand, Jacomus, angeführt werden. Im Süden marschiert Verstärkung heran. Er tippt sich nachdenklich gegen das Kinn. Dennoch wäre ich dankbar für jede Hilfe. Je eher wir das Artefakt der Ungebrochenen finden, desto eher gelangen wir nach Wachpatz. Was weißt du über die Artefakte im Allgemeinen? Abgesehen davon, dass ich gerne einige besitzen würde, erschüttert überwältigt den Kopf. Artefakte sind Waffen und Gegenstände, die mächtig genug sind, um in jeder Schlacht das Blatt zu wenden. Ich kann nichts über ihr Wesen sagen oder darüber, wie sie solche Wunder vollbringen, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass sie es tun. Es heißt, dass ein Artefakt den Windfall und Wachplatz herum durchbrechen kann. Ich hätte dagegen nichts einzuwenden. Diese Festung steht schon viel zu lange unangefochten. Mit deiner Hilfe werden von ihren Mauern schon bald die Banner der Geschmähten wehen. Dieses Gebiet sieht nicht so aus, als würde es sich lohnen, es einzunehmen oder zu verteidigen. Nun, die Suche nach Artefakten hat unsere Sicht auf diese Müllhalle verändert. In Wahrheit bieten die Rostschluchten uns sogar einige strategische Vorteile. Unser Standort liegt Schulter an Schulter mit Ehrener Esse und dem Dämmerwacht vor. Wenn wir diesen Ort für die Geschmähten erobern, wäre das fast ebenso gut, als würden wir die gesamte Region kontrollieren. Fast. Die Wachplatzfestung ist noch immer der Hauptpreis im Klingengab. Gibt es Nachrichten aus dem Wachplatz? Außerhalb des Windfalls scheint es reichlich Speer zu geben. Ungebrochene, Geschmähte, alle warten unruhig darauf, dass etwas geschieht. Wir müssen noch eine Weile den Atem anhalten, bevor wir die alte Festung entkorken können. Wenn wir erst einmal das Artefakt des unbeugsamen Landes gefunden haben, wird es ein Wettrennen, wer Wachplatz zuerst einnimmt.
Aber neue Informationen? Nein, wir haben Grund zur Annahme, dass Stratos Herodin noch nicht Selbstmord begangen hat. Und wir sind guter Hoffnung, dass es Ashes Tochter gut geht. Ich hoffe nur, dass der Schutz ihres Vaters ihr Mut schenkt. Wo finde ich die Ungebrochenen? Sie haben ein befestigtes Lager östlich von hier errichtet. Eine zweite Gruppe sichert einen Flaschenhals im Südosten. Er schnaubt laut. Wobei die Beziehung Lager heftig übertrieben ist. Es ist ein Plündererversteck. Befestigungen aus Schrott, die unsere Feinde bisher durch pures Glück verteidigen konnten. Aber damit ist Schluss. Heute fallen sie. Ich bin bereit zu hören, was ich beitragen kann. Meine Männer sind begierig zu kämpfen und werden nichts dagegen, das ungebrochene Lager einzunehmen, bevor unsere Verstärkung eintrifft. Er blickt grinsend zu seinen Landsleuten. Der alten 15. Kohorte zeigen wir es, oder Jungs? Vielleicht solltest du die Ungebrochenen bei der Brücke im Südosten ausschalten. Sie bewachen einen anderen Zugang zum Lager. Dort werden auch einige unserer Männer gefangen gehalten und wir brauchen zusätzliche Kämpfer, um diese Schluchten zu halten. Streng genommen lautet mein Befehl, auf Verstärkung zu warten. Daher kann ich dir nicht direkt helfen. Aber wenn wir das Lager gesichert haben, darfst du als erster deine Kriegsbeute wählen und ihre Anführerin Elia verhören. Einverstanden? Nun gut, ich helfe dir. Ich bin aus meinen eigenen Gründen hier, aber ich werde euch helfen, wenn ich dadurch näher an Wachplatz gelange. Ich bin aus einem... Eigentlich ja. Oh, Zorn bei Geschmähten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Agenten tun und überzeugen muss, dass dieser Krieg sein Interesse ist. Aber man lernt nie aus. Ich nehme deine Hilfe an, auch wenn ich deine Begeisterung nicht teile. Geh zur Ausbrücke und erledige die Stufenratten dort. Das wird diesem Lager einen herben Dämpfer versetzen. Wie sieht's eigentlich so mit Loyalität zurzeit aus? Scharlachroter Chor ist klar. Geschmähte gehen auf Stufe 2 zurück. Ich sollte vorsichtig sein. Ungebrochene ist okay. Die Bronze Bruderschaft könnte besser sein. Wendrienwache, da werde ich wahrscheinlich nie Gunst erlangen. Letians Kreuzzug, da bin ich ja der Chefe. Lantry. Beric ist... Oh, Beric bin ich hier auch schon auf über 2. Da sollte ich auch aufpassen. Lyra habe ich volle Loyalität. Das ist cool. App bin ich auch ziemlich gut. Tötet im Schatten. Müsste ich irgendwann mal mitnehmen. Und Sirene, die muss ich erst noch rekrutieren. Tunon ist ganz gut. Da sollte ich wenig Zorn aufbauen. Die finde ich meinen eigenen Chef, vor dem ich auch irgendwie Angst habe. Gegen mich auffetzen. Graven Ash ist gut. Nevats Stimmen ist klar. Und Bläden Mark. Dessen Zorn möchte ich auch nicht unbedingt. See that pen over there? The prisoners within are dressed in unbroken colors. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ich werde dir helfen, das Lager einzunehmen. Freut mich zu hören. Die Saraten aus dem Blablabla? Ja. Da hoch komme ich erstmal nicht, so wie das aussieht. Da komme ich nämlich nur wahrscheinlich über die Brücke hin. Oder so ähnlich. Was ist mit dir? Du siehst wie ein Händler aus. Händlerin aus. Brauchst du ein wenig Alteisen, vielleicht ein paar Zähne für eine Halskette für jemanden ganz besonderen? Die Händlerin legt eine ihrer vielen Taschen auf den Boden und holt daraus zahlreiche Werkzeuge, Schmuckstücke und anderen Tand hervor. Die Plünderer sammeln die Sachen ein, ich nehme sie ihnen ab. Ohne Arbeit, wenn man dafür geschaffen ist. Geplündertes Eisen und geraubte Knochen. Es gilt Gesetze über das Handeln mit Waren und du ignorierst sie geflissentlich. Ja, Augen blitzt etwas auf und ihre Stimme senkt sich. Wenn die Geschmähten so wohlhabend sind, dass sie meine Waren ignorieren können, dürfen sie das gerne tun. Aber Kyros Armeen braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Und Freunde in der Not sind die besten Freunde. Wenn dir eine deplatzierte Moral im Weg steht, darfst du gerne anderswo einkaufen. Ich muss eine Spende für die Kriegsbemühungen fordern, wenn du so weitermachst. Nein, zeig mir einfach, was das ist. Das höre ich gerne. Sieh dich um. Herzfinder, das ist ein Wurfdolch, oder? Ein Stab, ein Lederrundschild, Schleifstein, Rastvorräte. Blutkantorleder.
Na gut, viel hat sie nicht gehabt. Und der Rest ist eigentlich auch irrelevant. Ja, hier komme ich wahrscheinlich nur über den Eingang hoch. Da steht eine resolute Klinge und eine Himmelsklinge im Weg. Darum ist immer noch Elia. Das heißt, eigentlich wollen wir über diese Brücke hier gehen. Eine Himmelsklinge, Wappengenosse und noch ein Wappengenosse und noch eine Himmelsklinge. Naja, die schaffen wir, die vier. Aber nicht in dieser Folge. Ich speichere jetzt mal wieder. LP012. Und dann sehen wir uns bald wieder.